Ab nach Dagobah, ab nach Dagobah, ab nach Dagobah. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani P und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wir sind in Episode 6 von Star Wars. Und wir müssen zurück nach Dagobah. So wird das anscheinend ausgesprochen, offiziell. Aber ich finde Dagobah hört sich viel besser an. Und ja, wir machen heute die Story ein bisschen weiter. Wir sind, glaube ich, in der... Ist das die dritte? Die dritte Level müsste das jetzt sein, ne? Also was als nächstes kommen würde, wäre die dritte Level, ne? Und ja, wir machen heute weiter in der Story. Wir machen Episode 6. Ich weiß nicht, ob ich da... Also ich werde das vielleicht heute schaffen. Außer wir bekommen... Ja, ne... Ja, kommt auch an, was für Planeten noch alle kommen, ne? Ich weiß natürlich, welche Planeten noch kommen. Ich weiß nur nicht, ob einer davon als Planet zählt. Aber gucken wir mal, ne? Und ja, in der letzten Folge haben wir in Jabbas Palast ein bisschen herumgewütet. Wir haben Boba Fett erledigt. Wir haben Jabba erledigt mit Leia. Wir haben Han Solo wieder befreit. Und Luke ist jetzt voll der allmächtige Jedi. Und wir gehen jetzt zurück nach zu Yoda und sprechen mal mit ihm und gucken mal, was der von der ganzen Situation hält, ne? Naja, was geht? Geschichte fortsetzen, ein Versprechen halten. Eins noch übrig ist, Vader. Stellen musst du dich, Vader. Ist Darth Vader mein Vater? Dein Vater, er ist. Da ist noch ein Skywalker. Yoda wird immer um dich sein. Obi-Wan. Luke, Yoda meinte... Leia. Leia ist meine... Schwester. Deine Intuition spricht für dich. Oh mein Gott, ich habe sie geküsst. Kann mich gar nicht erinnern. Haben wir das gesehen hier in Lego? Ja, die haben sich geküsst in den Film. Wir müssen zurück zur Flotte. Ist nicht so ein romantischen Kuss, ne? Ich glaube, sie hat ihn irgendwie auf den Wangen geküsst, als sie irgendwie darüber geschwingt sind. Lass uns zum in Episode 4. Aber ja, das war halt merkwürdig, ne? Aber soweit hat George Lucas noch nicht gedacht, ne? Das Konzept irgendwie, dass die beiden Geschwister waren, gab es da, glaube ich, noch nicht, ne? Oder das Vader der Vater von Luke ist. Hey, da gehen wir nach Endor. Weltraum über Endor. Block. Oder R2. R2. Okay. Cool, habe ich mir schon gedacht, ne? Ging heute direkt einen neuen Planeten zum Erkunden, zum Rumlaufen, zum neue Sachen entdecken, ne? Und ja, gucken wir mal. Ich bin irgendwie, bevor ich heute angefangen habe aufzunehmen, über ein gutes Spiel gestolpert. Also ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es sah interessant aus. Und zwar machen wir jetzt mal den hier platt, ne? Irgendwie War of Worlds, ne? Das sieht aus wie so ein, das ist so eine Art Survival Game, ne? Also sowas wie so The Forest oder Ark oder irgendwie sowas, ne? Und das Spiel soll irgendwie auf einen Film basieren, der irgendwann 2005 rausgekommen ist oder so. Ey, guck mal da. Ne? So, ich suche hier diesen... Da, genau das habe ich gesucht. Also davon gibt es irgendwie einen Film, der 2005 rausgekommen ist. Und davon gibt es jetzt halt ein Spiel, 2024. Und das sieht aus wie so ein Survival-Game, ne? Nur halt... Das Setting ist während der Alien-Invasion. Das heißt, du versuchst halt zu überleben, ja, so Nahrung zu finden und Basisbaum und all das drum und dran, ne, so halt übliche, nehme ich mal an, ne, ich habe das nur kurz so rüber gescrollt, weil, ne, denke, aber während du versuchst zu überleben, sind dann die ganze Zeit Aliens irgendwie so am Rumfliegen in der Luft und keine Ahnung, boah.
Und ich bin zu schnell. Naja, du läufst dann einfach so durch die Gegend, versuchst irgendwie zu überleben und dann auf einmal kommen, siehst du da so in der Luft, wie irgendwie so Flugzeuge versuchen ja gegen so ein paar Aliens zu kämpfen, ne? Das fand ich, war ein cooles Konzept halt. Normalerweise ist das ja immer irgendwie so, weil nicht manche Spieler spielen wegen, werden so eine Zombie-Invasion und so, ne, oder so ein Zombie-Virus oder so, na, so knapp. Und das ist mal so ein interessanter Spin, so irgendwie, ne, irgendwie, was ich so gesehen habe, du bist irgendwie ja so am Rumlaufen und dann siehst du auf einmal so ein Raumschiff irgendwie in der Luft fliegen, die suchen mit ihren Scheinwerfern halt irgendwie nach Überlebenden zum Entführen oder so, nehme ich mal an, ne. Ja, das sah ziemlich gruselig aus. Das Spiel sah noch nicht fertig aus, irgendwie, so wie ich das gesehen habe, aber das bald ich mal so im Auge. Und dann, boah. Ein Spiel, das ich auch mal gespielt habe, weil ich mal versucht habe, ist hier, wie heißt das? 21 Days. Nee, nicht 21 Days, 7 Days. 21 Days ist ein Film, glaube ich, ne? 7, ich glaube 7 Days oder so, ne? Und das ist halt gleiches Konzept, ne? Überleben, ne? Nur halt während der Zombie-Apokalypse. Das Spiel ist definitiv auch noch nicht fertig. So, boom, freigeschaltet. Das Spiel war definitiv auch noch nicht fertig. Wäre schon seit Ewigkeiten, glaube ich, auch in der Beta, aber weil es sieht interessant aus, das Spiel. Ich habe da mal ein paar Stunden gespielt, mir macht das richtig Spaß. Hier kommt man vom Planeten Korrel, nach dem bereits während der Klonkrieg anstelle von Boa Fett und Boss gearbeitet hat, kreuzt sich. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also ja. Also ich behalte den Auge, ne? Weiß nicht, ob das jemand mit mir zocken würde, aber ich behalte definitiv von Auge. Ich würde da allein spielen. So, wenn du schon mal hier bist. Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich habe versprochen, diese Vorräte zur Basis auf Yavin 4 zu bringen. Aber habe vergessen, dass ich bereits eine Mission habe. Schön doof. Ach, nichts Besonderes. Nur irgendwelche Rebellen aus der Not retten. Boah. Das Übliche eben. Also, kannst du mir helfen? Es ist ein wenig dringend. Danke. Ja, wenn ich Zeit habe, mache ich das schon irgendwann. Bring sie so schnell wie möglich nach Yavin 4. Aber das schon wieder. Unterwegs lauern imperiale Patrouillen. Viel Glück. Was ist denn hier schon wieder los? Ich da gerade eine Schlacht aus? Firons Problem. Nein. Ich werde das jetzt nicht sofort machen. So. Hey, das ist ein Mon Calamari-Kreuzer. Das ist Admiral Akbars Schiff. Das weiß ich von Empire at War. Das sieht so aus. Die anderen Mon Calamari-Kreuzer, die sehen alle ein bisschen anders aus. Okay. Ich dachte, wir gehen auf Endor direkt auf dem Planeten, aber anscheinend nicht. Weltraum über Endor, Basis 1, okay. Halt. Sehe gerade schon wieder. Meine Aufnahme. Also der Timer ist schon wieder gestoppt. So, alles wieder okay. Ich meine, war vorher schon alles okay, ehrlich gesagt, aber. Weiß nicht. Der Timer fängt immer an, nicht weiter zu gehen, und dann weiß ich, boah, dann weiß ich nicht, wie weit ich mal im Part drin bin. Aber ja, die Aufnahme ist normalerweise nicht beschädigt immer durch so weit, aber der Timer einfach nicht weitergeht, ist so ein bisschen nervig. Deswegen ja, neue Aufnahme gestartet und wir machen jetzt weiter. Hier gibt es nichts anscheinend. Außer dem seitlichen Eingang im Obergeschoss zum Besprechungsraum. Diese Helme. Alle sollten jetzt da sein. Gute Arbeit. Das Letzte, was wir brauchen, ist jemand, der einen dramatischen Auftritt hinlegt und sich freiwillig für eine gefährliche Mission meldet, obwohl er den Großteil der Besprechung verpasst hat. Das bin ich. Das bin ich. Ich meine, es wird geschlossen. Mal. Ich da rein. Da. Grün bedeutet gehen, rot bedeutet stehen.
So, ernsthaft, warum ist das hier verschlossen? Ich habe einen Reparaturauftrag zur Wartung durchgegeben, um diese Tür zu reparieren. Aber die Wartungsdroiden sind alle auf der anderen Seite, also... Ja, ja, ich weiß schon, das ist ja... Ach, da sind schon drin Leute drin in der Besprechung. Wie sind die dann da reingekommen? Leute. Ich wollte ja nicht extra ein Rätsel einpacken, hier gibt sowieso nichts. Ist der Weg. Schaue ich natürlich trotzdem hier um, ne? Aber... Zur Besprechung? Ja. Oh, noch nicht. Ich warte, bis das ganze gefährliche Zeug vom Tisch ist. Diesmal besorge ich mir eine schön einfache Aufgabe. Oh. Oh. Ich geh mal durch. Geschichte fortsetzen. Obwohl die Waffensysteme dieses Todessterns noch nicht einsatzbereit sind, wird er von einem Energieschild geschützt, welcher vom nahegelegenen Waldblumen Endor aus aktiviert wird. General Carissian hat freiwillig das Kommando für diesen Einsatz übernommen. Viel Glück. Wir können den Todesstern jedoch erst angreifen, wenn der Schild deaktiviert ist. Mein Team ist bereit. Gott. Ich mach auch mit. Oh. Ich bin auch dabei. Wir nach Endor kommen, ohne dass das Imperium uns bemerkt. Lambda-Klasse. Davon hat es eine Lego-Version. Also den Imperial Shuttle. Dann los. Ah, guck mal hier. Leia, Ewok-Dorf. Oh Gott, jetzt kommen gleich die Ewoks. Die Ewoks sind immer, weiß ich nicht. So. Ich habe so das Gefühl, Ewoks sind immer so, wenn die Leute auf Ewoks hier anspricht, irgendwie einige Leute lieben die Ewoks, einige Leute hassen die, ne? Die Leute, die sie lieben, lieben sie halt, weil sie halt so knuddelig und so süß sind, ne? Und die Leute, die hassen, hassen die, weil die es geschafft haben, ja, weil nicht so die Technologie des Imperiums irgendwie zu zerstören, das Imperium irgendwie zu besiegen, obwohl die irgendwie nur so Stöcke und irgendwie sowas alles benutzt haben. Also Hinterwäldler Technologie halt, ne? Also ja. So, warum? Hm. Dann gehen wir einfach da rein. Einsteigen. Ja, genauso sah es aus. Schon wieder zum Weltraum. Ja, da sind neue Rebellen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Ich hoffe, ihr habt noch Bock hier irgendwie weiter ein bisschen hier. Mein Gott, guck mal, wie viel Zeugs hier ist, ne? Okay, wir gehen weiter. Endor, Galendor. Endor, Galendor, was? Was soll das denn bedeuten? Ich lass mich wenigstens die ganze Zeit hier düsen. Na, wir starten. Endor, Galendor. Oh, was ist hier los? Achso, die Dinger. Wollte schon sagen. War ich mir gerade hier irgendwie so durch so einen Planetenschild oder irgendwie so weiter. ATSTs, die hatte ich auch. Einen davon. Gibt es im Moment gerade ein Set, das man kaufen kann. Ein ATST. Da kommt ein ATST-Bosskampf. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe schon direkt die Dings bekommen. Sie dürfen nicht weitergeben, dass wir hier sind.
geben wir ihnen noch keine Gelegenheit. Ja, eine Sekunde, dass ich erstmal die Herausforderung zu freischalten. Weg zwischen den Füßen eines ATSTs hindurch. Okay. Bring Spürtruppen beim Mittel von jedem Gedanken dazu, miteinander zu kämpfen. Füge einen schwulen Schaden zu, indem du den Generator überlegst. Okay. Ich kann mich gar nicht erinnern, was irgendwie Luke und Co. irgendwie so gemacht haben auf Endor, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Guck mal her. Okay, warum hat das nichts gemacht? Einfach nur so. Ja, okay. Mein Gott. Ja. Hey. Nein, ich will aufbauen. So, Generator soll ich irgendwo planen. Oh, das hätte ich machen sollen, glaube ich. Okay, ich habe es irgendwie geschafft. So, jetzt muss ich noch durch den ATST durchdüsen, alles klar. So, was ist das hier? Ah. Okay, wo lebt denn hier noch? Okay, das sind ja anscheinend irgendwie die Bosse. Ich habe das Gefühl, was wir gerade machen. Ja, diesmal habe ich aufgepasst. Der tötet die noch nicht mal. Eine Sekunde. Ich muss eine Knarre weggepackt. So, hier muss irgendwie so ein Ding sein. Wo ist es? Bestimmt da drin, ne? Irgendwas. Oh, hier. So. Machen wir dich platt. Machen wir dich platt. Oh, mach mal dich platt. Echt so notwendig, denen so viel HP zu geben. So. Was ist das hier eigentlich? Kaputt. Das ist das. So. Da oben habe ich, glaube ich, eine Liane gerade gesehen. Nee, das hier war das. So, ich sehe nirgendwo so ein NES-Controller. Nein. Nicht einsteigen, bitte. No, einfach hier, okay. Dann nehme ich mal an, irgendwo muss das hier doch sein. Dann sehe ich auch gar nicht auf der Karte. Hier meine ich, kriege, wenn ich das hier kaputt mache oder so, keine Ahnung. Ja, ich dachte, der kaputt macht, ne? Aber der Schrottsammler, ne? Glaube ich jedenfalls. Wird ja jedenfalls nichts angezeigt. Ja, drauf da. Los geht's. Durch den ATST sollen wir durchdüsen. Irgendwelche Tritten an diese Dinger fährt? Ja, nicht loslassen. Boah, der erinnert mich an diese eine Level von Jedi Power Battles. Man mit einem Step so durch Feed fliegen musste. Ah. Oh, da ist doch diese Szene aus dem, aus der Vorschau hier von dem, von dieser Episode. Ja, wir hatten. Tut mir leid, aber so viel Schaden wie ich nehme, ne?
Also wenig. Alter, hat sich gar nicht aufgehört zu drehen. So, da hinten sehe ich irgendwas. Oh, warte. Boom. Ach, ein AT, AT, ja, okay. Habe ich mich verlesen. Hey, kein Problem. Gib mir das. Boom. Ich glaube, ich habe da reingesammelt, ne? Das haben wir vorbeigeflogen. Ja, nein, falls weiße. Die haben noch weiße Rüstung an. Wo muss ich hin? Da lang, glaube ich. Aua. Das nenne ich Portrennen. Ja, soll ich den Typen jetzt auf der linken Seite erledigen? Sobald ich näher gang gehe, rammt er mich. Ja, genau so. Ja, gibt's keine. Bin am Weg durch den Wald. Oh Gott. Ich weiß, diese Anlehnung wird wahrscheinlich niemand hier verstehen, aber es gab mal ein Spiel von Das große Krabbeln für die PS1. So gegen Ende. Ich glaube, das war sogar die vorletzte Level. Da gab es ein Level, wo man irgendwie hier Prinzessin Atta hier, die hat ja Flügel, die ist irgendwie. Die hat irgendwie Flick hier, den Hauptcharakter hier, getragen und ist mit dem durch die Gegend geflogen im Spiel. Und da gab es so ein Level, da musste man von Hopper hier wegrennen. Da musste man durch so ein Labyrinth hier durchfliegen. Und da erinnert mich das gerade. Ich weiß nicht wieso. Ja. So. Oh, das kommt noch her. So, ja. Was soll ich denn da machen, ne? Aber zum Glück gibt es ja nicht irgendwie so eine ein Archiv mit oh, du darfst nicht sterben oder so, ne? Das war ja absolut Horror. So, weiß ich. Ich weiß nicht, ob ich das gedrückt habe. So, komm her. Andersrum drehen. Andersrum. Luke, wo ist Lea? Wir sind getrennt worden. Halt. Wo sind die auf den gesprungen? Hey, halt das jemand anderes für die Nase. Mein Kopf. Du meine Güte. Verstehst du was von dem, was sie da reden? Aber ja, Master Luke, sie haben uns in ihren Stamm aufgenommen. Und ich bin ihr Gott. Luke, was ist los? Vader ist hier. Er ist mein Vater. Dein Vater? Die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie. Ich habe sie. Und meine Schwester hat sie auch. Irgendwie habe ich es immer gewusst. Dann weißt du auch, weshalb ich mich ihm stellen muss. Deswegen hast du ihn geküsst in Episode 4. Wicked, genauso wie er. Wie soll ich sagen, die Ewoks wissen, was Schutzschildgeneratoren sind. Willst du das denn erzählen? Dorf der Ewoks. Alles klar. Ewoks. Cool. Endor Galendor. Ah, Kingdom Hearts 4, ne? Da gab es irgendwie so ein Screenshot, ne? Einige Leute glauben, das ist irgendwie Endor. Weil Star Wars, ne? Disney, ne? So, nein, ich wollte nicht skippen. Was sind jetzt hier? Han, Leia und Luke, ne? Mit dem Endor Drip. Chewie hat recht. Sie sind unsere beste Option, die Basis zu finden. Gut. Aber ich behalte den Kerl im Auge. Ich bräuchte mal kurz ihn hier. Lenzner Kristall lässt sich nicht von uns nehmen, aber vielleicht von dir.
Da. Alles klar. Honk. Spielen wir lieber sie. Ich finde irgendwie blöd, dass man die Schüsse hier so aufladen muss mit den Schurken. Also, was zum? Warte mal. Okay, das ist irgendwie merkwürdig. So, mit was arbeiten wir hier? 35, 1, 2, 4. Dann erkunden wir mal ein bisschen hier, ne? Und weiß nicht. Da haben wir schon das erste. Schaffe ich den nicht mit Boba mit Django oder Boba Fett? Schaffe ich doch locker mit denen, ne? Haha. Alter, dieser blöde Gong-Druide, der hat mich beinahe runtergeschubst. Ich liebe dich. Ich weiß. Okay. Stimmt, gibt das irgendwie so spezielle Konversation, wenn man spezielle Charaktere reinpackt, ne? Das bei Count Dooku und Grievous, glaube ich. So. Ich habe mich auch eine offizielle Sprache ist. Der große Tebo hat sich verletzt. Ich hoffe, dass er seine Jagd noch beendet. Typisch Tebo. Tebo nichts, wenn er nicht jagt. Tebo nur freches Feldknäuel, wenn er nicht jagt. Hier diese Zeichen, ob das hier irgendwie eine offizielle Sprache ist, die man übersetzen kann. Oder ob das einfach nur so random jetzt hier zusammengepackt worden ist. What? Schiebum. Da. Also mal, tun wir dich mal mit Dings hier. Wieder mit Rüstung. Er hat keine Voice Lines. Schade. Ja, jetzt auch nicht. Okay. Weiß nicht, ob da jetzt damit zu lang. Da. Ups. Sorry, sorry. Aber wenn man schießt, macht er so ein seitwärts, so ein seitwärts. Und der eigentlich auch was? Nö. So ein seitwärts Ausschritt am Endor. So blöden Wortspiel, ey. Willkommen in der Wenigsnow-Wüste. Dragon Quest, ne? Dragon Quest 9, boah. Zu Ehren unseres goldenen Gottes machen wir besonderen Thron und Hütte für besondere Schätze. Geh nachsehen. Los, ist so schön. So. Alles klar. Wie gesagt, so was auf Endor passiert, ist bei mir auch wieder noch so sehr... Ich habe zum Beispiel total vergessen, die sich noch mal hier getroffen hatten hier in dem Dorf hier und hier darüber geredet haben, so, hör mal, du bist meine Schwester und so, ne? Habe ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nur den einen Moment, wo Luke irgendwann dann hier später vom Imperator tritt und so, ne? Aber ich weiß nie. Ich dachte, er wäre schon irgendwie davor hingegangen, weil würde ja keinen Sinn machen, ne? Weil halt weil dieses Gespräch ja hier stattgefunden hat, ganz offensichtlich, aber ne. Also die Sache mit den originalen Star Wars Trilogie, ne? Der Ast hält mich aus. Ich habe so die ganzen Highlights und so, die ich mich noch erinnere, ne? Aber ich kann die nicht irgendwie so richtig positionieren, so. So wann die stattgefunden haben und so, wann was passiert ist und so, ne? Episode 4 ist noch alles relativ... Das schaffe ich nur so relativ gut, ne? Aber danach wird es sehr verschwommen. Was ist denn los? Diese Ewoks sind brutal. Sie legten eine Münze auf den Boden und als ich sie aufhob, wusch, war ich im Netz gefangen. Du Idiot. So, ich rede jetzt hier nicht mit den ganzen Ewoks, Mann. Oder nicht? Ich habe sowieso nur Gerichte von Sachen, die ich wieso irgendwann. Gehst du mal weg da?
Wo ist Luke? Ich will jetzt zweimal Han Solo. Luke, wo bist du? Was? Geht es da weg? Gott, du sollst. Da. Ich weiß nicht, warum er jetzt auf einmal weg ist, aber er ist jetzt weg anscheinend. So, warum mache ich das hier gerade? Keine Ahnung. Ich kann einfach da runter springen. Keine Ahnung. Ich sehe da jetzt nichts von Bedeutung, also. Oh nein. Gott. Oh Gott. Das ist überhaupt nicht gruselig. So, was ist das hier schon wieder? Okay. Da brauche ich doch bestimmt für irgendwas. Ne, gehen wir aus dem Weg. So, boah. Mal ein Stück. Ich brauche doch bestimmt für irgendwas hier, ne? Alles klar. Einer. Oh, du bist auch da rein. Okay. Ich dachte, da war jetzt irgendwie, weiß nicht. Weiß ja, ne? Katzen oder so was. So, wir sind noch so viele Sachen. Irgendwie finde ich ja nichts gerade. Kann nicht sagen, Mann. Wir sind noch so viele Ringe. Alter. Gott, hier werde ich mich so oft verehren. Ich sehe doch jetzt schon. Okay, komm. Jetzt will ich irgendwas finden, ja? Gibt's da nicht. Guck, wie viele Ringe hier sind. Das ja alles ohne dieses Hilfdingen hier zu holen, das stelle ich mir voll wie ein Albtraum vor. Jetzt bin ich schon wieder hier. Aber ich wusste, was da passiert. In dieser blöden Baumschule hier verirre. Warum muss ich jetzt an diesen einen Cartoon denken, ja? Wo es irgendwie um Vögel ging hier. Ja, Intro von dem. Oh, Intro von dem Cartoon war auch irgendwie. Die sind auch irgendwie zu. Da ging es irgendwie um Vögel, ne? Und die sind auch irgendwie hier. Ich wusste, ich habe da was Rotes auf der Karte gesehen. Das kann doch nur ein Mausdruide sein. Komm her, ein Stück. Flammer 12 von 20, alles klar, nur noch 8 Stück. Keine Ahnung, da war irgendwie so Cartoon über Vögel halt, ne? Und die sind irgendwie zur Schule gegangen irgendwie und die Schule war irgendwie so ein Baumhaus, wenn ich mich nicht irre. So, was müssen wir denn hier machen? Oh, hier. Okay. Oder jetzt nicht runter, Luke. Warte. Ist auch noch einer. Irgendwie balancieren. Vorsicht, Luke. Geh rein da. Gehst du rein da? Ich drück noch nicht mal was. Alter. Beruhige dich. Ich drück grad gar nichts. Am Fall da runter, du Stück. Boah. So, vorsichtig. So.
So, da ist es. Dann geh eben da rein. Alter. So, wollte schon sagen. Nicht schon wieder. So, das hat jetzt aber irgendwie nicht. Ah, doch, ist ja. Ich wollte schon sagen. Muss ich vielleicht erstmal. Ich dachte, erst irgendwie eine Seite wird schwieriger und da muss ich da irgendwie weniger reinpacken oder so. Hey, der alte Ben hatte auch mal sowas. Torstütze. Okay, irgendwie ist ja so leise gerade. Ich höre gar keine Musik und so. Weil. Okay, eine Sekunde. Ugh. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich wollte die Seile durchbeißen, aber sie waren zu dick. Trotzdem, irgendwie lecker. Boah. So dämlich, ne? So, ich würde sagen, auch wenn wir jetzt nicht so viel gemacht haben, wir machen mal die Story weiter, ne? Machen wir die vorletzte auch, ne? Man kann ja nachgucken, ne? Was hier noch so kommt, ne? So, die Musik ist einfach so leise hier. Und zwar Herausforderung. Wie heißt denn? Ich bin jetzt mir ziemlich sicher, wir müssen jetzt nur eine Level of Endor machen, ne? Und dann müssen wir hier. Alles klar. Ich würde sagen, dann machen wir. Ach, ich will zu dem Kollegen hin. Dann haben wir hier die Klamotten auf dem Planeten ja erledigt, ne? Und dann machen wir so den finalen Kampf in so ein extra Part, ne? Können wir halt so machen? Ja, ne? Na, wir schauen. Verteidigung des Chewbacca. Gut. Da kriegen wir auch noch hin. Ne? Danach können wir Endor ja noch ein bisschen erkunden. Eingang, was? Gute Idee. Da stehen nur ein paar Wachen. Mit denen werden wir schon fertig. Oh yeah. Oh yeah. Nur imperiale Sturmtruppler sind so genau. Schießt er nur einfach ins Gesicht. Oh, schneit. Oh. Rühr dich hier nicht weg. Wir kriegen das schon hin. Komm mir nur sofort, wird Chewbacca hier irgendwie voll gemobbt in diesem Spiel oder irgendwie voll als inkompetent dargestellt. Oh nein, kleine Bärchen mit Speere. Was machen wir jetzt? Ach du meine Güte. Warte mal, Wicked. Ich weiß nicht, ob ich ihn hatte. Ich hatte aber zwei Ewoks. Oder habe ich, glaube ich, immer noch. Ich weiß nicht, ob er da einer von denen war. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass da irgendwie einer von denen irgendwie wichtig war mit Namen und so. So, das Ding habe ich mal offscreen geholt übrigens, ne? Weiß nicht, will mich mal hier umgucken, ob ich hier mal was holen kann wieder. Helden. Abwehr. Herze. Meine, das könnte man sich holen, ne? Wie die Helden mehr Schaden machen mit Schiffen, ne? So, dann gehen wir hier hin, ne? So, ich weiß nicht, hätte ich die Gerüchte irgendwie kaufen müssen, damit halt diese gelben Punkte ja nicht weggehen oder so? Weil das scheint irgendwie so ein Bug zu sein, den irgendwie viele Leute haben. Dass die Dinger hier einfach nicht weggehen, egal wie oft du hier irgendwie da reingehst, wie oft du die Level machst. Die Level habe ich schon ein paar Mal gemacht. Deswegen, ich weiß nicht, wieso halt immer noch hier angezeigt wird, aber das scheint irgendwie so ein Bug zu sein, der schon vor 2 Jahren oder so ein Ding war, ne? Und da wurde immer noch nicht gepatcht, weil das Spiel ist halt 2 Jahre alt, also die bauen halt nicht mehr patchen anscheinend, ne? Evoken Roll. Schieß mit den AT-ST auf die losen Felsen, um die Sturmtruppler auszuschalten. Irgendwo steht 3 Sturmtruppler, die Helme vom Kopf. So. Okay, Klassiker.
Alles klar, machen wir das doch, ne? Aber erinnert sich noch an seine Minispiel, also Minispiel von Battlefront. Er ist auch irgendwie so ein Spielmodi, wo man als Ewok spielen konnte, ne? So, hier drunter. Entschuldige, was? Ist bei dieser Lanze irgendwo so ein Lego-Zeichen? Ich glaube nämlich beim Figuren sieht man immer so Lego-Zeichen. Hm. Diese Lanzen haben immer so Lego-Zeichen, glaube ich, dran, wenn ich mich irre. So, hier ist eine. Hier ist ein Dingen, aber irgendwie weiß ich nicht wo. Ich kann ja auch nichts kaputt machen und so, ne? Ja, kann ich kaputt machen. Ah, jetzt kann ich auf einmal alles kaputt machen, ja. War ich mal jetzt ja kaputt. Habe ich nicht gerade irgendwie so einen Bauchplatscher gemacht und die ist nichts kaputt gegangen. So. Ja, komm. Saha. Doch. Ah. Jetzt aber vom Charakter. Was für ein Typ von Charakter. Okay. Mach ich gerade was richtig? Hau den Sturmtruppler. Okay. Na komm. Okay. So, was bist du für ein Charakter? Ich sehe gerade nicht. Held? Held, ne? Ich meine, ich sehe ein bisschen orange, keine Ahnung. So, wir können weiter. Oh, oh. Okay. Oh, was ist das hier? Ah, ist ein Schrottsammler. Oh mein Gott, kann ich jetzt endlich was mit Schrottsammler machen? Werkzeuge der Schrottsammler können mit Hilfe von Kreis abgelegt werden. Halte Kreis gedrückt, um das Werkzeugmenü zu öffnen, um ein neues Werkzeug anzulegen, wann immer du möchtest. Ja, endlich. Ich kann Zeugs machen. Mit den Schrottsammlern. Was ist hier los? Oh mein Gott, ich kann endlich was machen mit denen. So. Boom. Ja, der Licht. Was da? Kommst du her, du Stück? Oh mein Gott, Kamikaze-Bomber. So einer hat übrigens auch so ein Holzhammer Ewokhorn Hammer, bitte. So Gleiter hatte ich übrigens auch. Die kamen beide mit so einem Gleiter. Okay. Ich kann jetzt endlich was mit meinen Schrottsammler machen. Also muss ich erstmal bestimmte Level spielen, um das freizuschalten, um die Werkzeuge freizuschalten, nehme ich an.
damit ich halt Kreis gedrückt halten, ne? Und dann muss ich die erstmal einmal freischalten und dann kriege ich die, nehme ich mal an. Alles klar. Gut, weiß ich Bescheid. Dann kann ich jetzt, ich nehme an, damit kann ich diese Wände irgendwie kaputt hauen, ne? Diese Wände mit diesen diesen Cracks, ne? Gott. Yep. Oh, Hot Dogs. Oh nein. Okay. Was müssen wir noch machen? Was soll überhaupt hier sein? Ne? Das ist eine etwas komische random Kanone irgendwie so. Eine Blumenkanone oder so. Bringt nichts. Nein. So. Also ja, das stört mich halt hier mit diesen blöden gelben Punkten, die halt nicht weggehen. Ne? Aber was soll ich machen? Ne? Ich habe irgendwie in so Forums oder irgendwie so Nachrichten gesehen, so, oh, ich frage mich, ob die halt mal irgendwann patchen werden. Ne? Aber die sind alle schon 2 Jahre alt, diese ganzen Posts, die ich immer finde. Ne? Also als das Spiel noch rausgekommen ist. Ne? Also ich kann leider nichts dagegen machen, was mich voll stört. Ja, das stört vor meiner OCD hier. Ich hasse es, wenn irgendwie Spiel solche Marker haben. Muss irgendwie ja, irgendjemand hat mal erwähnt, das wäre alles irgendwie kein Problem, wenn man irgendwie so ein alles gelesen Button hätte, ne? Also man drückt irgendwie so ein Button und man bestätigt, dass man alles gelesen hat, ne? Aber ja, haben sie nicht gemacht. Also ja, na, ich muss hier kaputt machen, ne? In so einem Glänzen, ja. Naja, was soll ich machen? Ne? Geht halt nicht weg. Ist voll beschissen. Aber was soll ich machen? Ne? Geht halt nicht. Wenn ich es beheben könnte, würde ich sofort machen, aber geht halt nicht. Oh mein Gott, gibst du mir direkt noch mehr? Netzwerfer. Oh mein Gott, kriege ich jetzt hier alle Werkzeuge für den Schrottsammler? Einfach so. Ich hätte einfach nur diese Level ja machen müssen. Okay. Oh mein Gott. Das muss man mit diesen Wänden machen, alles klar. Ah. Und dann kann ich ja jetzt voll viele Sachen. Dann kann ich ja jetzt voll viele Sachen hier offscreen finden, ne? Ich ergreife dich. Dann kann ich jetzt mal mit voll vielen Sachen hier interagieren. Dann nehme ich mal an, ich krieg. Ja, ne, die haben ja auch Gleiter. Oh, dann kriege ich bestimmt den Gleiter jetzt auch noch. Da, ich sehe auch schon. Guck mal. Meine Güte, ich kriege jetzt hier alles auf einmal direkt. Gibt's nicht. Boah. Gleiter. Ach, da muss ich aber ausrüsten. Man sieht ja so komisch aus. Hier gedrückt halten. Ja, schon halt X drücken, ne? Also ich habe X gedrückt. Okay. Gut. Das ist jetzt natürlich ein Game Changer, ne? Oh, ich sehe schon da. Guck mal. Einmal genau da stehen. Ich drücke gerade nichts. Hallo? So. Was muss ich da mit dem ATST machen? Da irgendwas machen? Ich überlege gerade.
Bonk. Yay, boah. Da war er tot. War keine Herausforderung. Da war doch ein Ding, ja. Das war das, was ich gemacht machen sollte, oder? Was war da mit Glitzern? So. So, okay. Da sind ja noch mehr. You want to mess around? We just want to mess around. Da, ich glaube, so sah noch echt meine ATSTs aus. Naja, nicht so. Nicht genauso. Meine sah ein bisschen veralteter aus. So, was sollte ich machen mit den ATSTs? Irgendwas, ne? Ich habe 1 von 3 gerade. 2 von 3. Sturmkuppler liegen, alles klar. Ups, sorry. Ups, sorry. So, wo sind hier noch ein paar? Komm her. Boah, noch ein paar Sturmkuppler. Lass mal rumlaufen. Boom. Was soll ich da? Ja, war ein Ewok, ne? Hab der, ihr Stücke. Ich fange langsam an zu glauben, dass das Imperium etwas inkompetent ist. Wenn die sich so ein paar... Ah, okay. Ah, ich habe so viele Sachen verpasst. Schon fertig? So ein Fahrradschloss. Ja, ich weiß. Stehen bleiben, keine Bewegung. Ja. Was? Na okay. Das ist ein bisschen random. Und jetzt sind wir hier. Oh. Das ist der Rebell, der sich uns ergeben hat. Gute Arbeit, Commander. Geht nun. Der Imperator hat dich bereits erwartet. Oh, Spiel als Vader. Geil. Okay. Ja, wie sieht denn der finale Kampf dann aus, ne? Wenn man immer 2 Spieler-Charakter hat. So, Wicked haben wir freigeschaltet. Jetzt können wir endlich Schrottsammler benutzen. Alles klar. Ich fühle deinen Konflikt. Befreie dich vom Darth Vader freigeschaltet. Ist es jetzt zu spät? Der Imperator wird dir die dunkle Seite der Macht zeigen. Er ist jetzt dein Herr und Meister. Sind wir eigentlich, ja, das ist schon wieder keine Level, ne? Das ist schon der Level, aber keine zum Erkunden und so, ne? Kann ich mich hier hinsetzen? Ne. Ist er sogar am Atmen? Er ist sogar ganz allein. Was ist denn hier schon wieder passiert? Machst du das? Machst du das? Boah. Geh nicht auf mich los, oder? Nee. Ganz ruhig, Luke, ganz ruhig. Warum hast du überhaupt wieder freie Hände? Na gut. Ich würde sagen, da waren jetzt glaube ich so, weil nicht so 8 Minuten. Jetzt haben wir so 54 Minuten oder so, keine Ahnung. Ich vorher hatte. Also ich beende die Folge hier. Und in der nächsten Folge machen wir dann das Ende von Episode 6. Ne?
Klingt da nach einem Plan? Ja, ich weiß nicht. Für mich schon. So, hier ist zum Beispiel kein gelbes. Ne? Ist aber, weil ich die Gerüchte da vorher gekauft habe. Weil kann ich sein, dass ich vor allem, dass ich die Gerüchte immer hier vorher kaufen musste. Ja, ich weiß. Jetzt sind die gelben Dinger weg, weil ich da einmal drüber gegangen bin. Ne? Aber sobald ich das Spiel wieder neu starte, sind die wieder da. Das war zum Kotzen. So, Minikit, Mikroschiffe. Also machen, ne? Solange mich das nicht davon abhält, irgendwie hier Platin-Trophäe oder irgendwie sowas zu bekommen, stört mich das jetzt nicht. Und dann sage ich, ich beende die Folge hier. In der nächsten Folge machen wir das Finale von Episode 6. Und ja, bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.